Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 24 Hockey Ultimate Team. Wir spielen diese Woche Hood Rivals. Was heißt diese Woche? Wir spielen immer Hood Rivals, aber wir spielen Burst wieder diese Woche. Drücken wir es so aus. Das ist der richtige Begriff dafür. Müssen wir mal schauen, wie das Ganze läuft. Nachdem ja das Event ziemlich krass ist. Das Event auch ziemlich krasse Spieler mitbringt. Und wir lediglich ein paar Spieler von uns geupdatet haben. Deswegen bin ich sehr gespannt. Aber Drew Doughty mit 97. Wayne Gretzky mit 95. Haben wir, glaube ich, zwei super starke neue Spieler mit dabei. Ansonsten hat, glaube ich, niemand ein Update von uns bekommen. Weder die Mädels hinten noch die Mädels vorne, / McDavid vorne. Bisschen schade. Aber jetzt holen wir erstmal Gegner. Mal schauen, ob wir ihn finden. Und dann würde ich sagen, versuchen wir einmal, hier ein bisschen zu rocken. Ich kann natürlich nichts versprechen, klar. Aber versuchen können wir es immer. Muss erstmal einen Gegner finden, so geht's schon mal los. Burst ist sowieso mal ein bisschen kürzer, nochmal als der Classic-Modus. Gegner ist gefunden. Armer YouTube. YT kann viel heißen. Ah, nichts gefunden zu seinem Namen. Finnische Gegner. Gretzky sehe ich da schon. Hughes, McKinnon. Ach, der Kühne neue. Wow. Komplett frei sichtbar. Jau. Und das 88er Makar. Doppelt so schnell wie McDavid im Vorwärtslaufen, Digga. Boah, ich krieg so das Kotzen, echt. Das Update ist. Dieses Spiel ist so schlecht gameplay-technisch. Das ist Wahnsinn. McKinnon. Geblockt. Drei Leute fahren an dieselbe Stelle hin zum Blocken. Der Ding hält fest. Den Rest mal eine Pause. Belivo. Natürlich. Jo, 2 Minuten wegen Behinderung. Messi wird da behindert. Gibt aber keine Strafe für. Boah, Mana! Starker Nachschuss aber. So, Jurikowski gegen Kucherov. Der Dinger. Ach, schade. Ach komm. Das ist doch so bescheuert. Hey. Du musst nichts können in diesem Spiel. Nichts.
kein Spielsinn, kein Gefühl von Eishockey. Du musst einfach nur schneller laufen können als dein Gegenüber und schneller am anderen Ende des Eis sein als dein Gegenüber. Fertig. Mehr musst du nicht machen. Du brauchst kein Eishockey-Gewissen. Du brauchst kein Eishockey-Verständnis. Nichts. Nur sinnlose Gewalt, einfach den Gegner checken, möglichst oft, möglichst hart. Ansonsten nutzt du einfach die Glitches, die das Spiel anbietet, um zu gewinnen, weil schöne Tore zu schießen braucht eh kein Mensch. Es reicht auch einfach, wenn du mit einem 88er Makar hinten durchrennst, der hier sogar von der Scheibe getrennt wird, kein Problem, mit einer Hand die Scheibe wieder zurückhält, den Schläger durch den Körper annimmt. Also, schau dir das mal an. Und dann weiß, okay, der Torhüter wird sowieso den Deke machen, kann hier außen problemlos rumlaufen, fertig. Wenn die andere KI von uns nebendran steht und zuschaut, was er macht, anstatt irgendwie zu versuchen, die Scheibe zu blocken, abzufangen, ich weiß es nicht. Aber du musst nichts können in diesem Spiel und das macht mich so traurig, das macht mich einfach so traurig. Ich habe es gestern schon zu einem Kumpel geschrieben und gesagt, dieses Jahr muss ich sagen, von den Entwicklungen, von den Devs, gehandelt das Spiel, einfach eine Note 6. Ist einfach so. Mittendrin einfach ein neues Dingsystem einführen, anstatt dass man irgendwie was Sinnvolles macht, wie Teambuilder oder so. Nee, einfach. Hier! Und da muss er nichts machen. Er kriegt die Scheibe einfach zurück. Er kriegt sie einfach zurück. Hammer. Weltklasse. Richtig gut. Lauf einfach hin, stell mich hin und zack, kriegt die Scheibe. Passt. Fertig. Ich wünsche mir einfach ein Eishockeyspiel, wo man Eishockey auch verstehen muss. Es ist so lächerlich. Es ist einfach so lächerlich. Es ist einfach so lächerlich. Es ist einfach so lächerlich. Mir fällt schon gar nichts mehr ein. Es ist einfach. Ich sitze hier, schau mir das an. Ich bin wie mit drei Verteidiger. Schau mal. Null Logik. 5 gegen 5. Und 4 Spieler sind ungedeckt. Nach einem Bulli. Wo du literally praktisch neben deinem Spieler stehst. Das ist so finster. Es tut mir leid, dass ich da lache, aber das ist so finster. Das macht mich richtig traurig. Das macht mich richtig traurig, wenn ich sowas sehe. Weil ich habe dann mal NHL 19 im Hinterkopf, wo wir sogar Division 1 Meister geworden sind. Und wie viel Spaß wir in dem Spiel hatten. Das war Wahnsinn. Und seitdem, hier wieder. Da kommt ein Check von hinten. Von hinten. Kein Poke-Check, nichts. Haken, nicht gegeben. Warum fängt denn der Spieler den Pass zu Jirikowski ab, die komplett frei steht, perfekte Einschussmöglichkeiten hat? Nee, der nimmt einfach mal kurz die Scheibe weg und fertig. Jetzt, wo Mana die Scheibe hat, schickt mal alle wechseln. Immer gut. Ja, Gretzky hängt einfach am Tor fest. Alter, kann ja nicht wahr sein. Hä? Mein... Das... Ach komm. Und dann laufen sich meine selber über den Weg oder über den Haufen oder was? So, dass Harvey stürzt. Das will ich mir nachher schon mal anschauen in der Drittelpause, weil das glaube ich nicht so ganz. Dass Harvey sich selber das Bein stellt. Nein. Das hat Harvey freie Einschussmöglichkeit und schießt nicht. Hä? Aber man ist gleich 2 Szenen dabei, wo ich einfach da stehe und mir denke, what the fuck?
Also wirklich so schön gespielt, zack, rübergelegt. Ist abgefälscht oder so? Ja, ist abgefälscht. Okay, ja, dann lasse ich mir noch eingehen. Aber was ich mir nicht eingehen lasse, ist den Trip von Harvey. Der überhaupt kein. Ja, es läuft selber. Hier, schau. Da schafft es die KI, dass sie aneinander hängen bleibt. Beim eigenen Spieler. Aber der Gegner kann mit durch mich hindurchlaufen. Hä? Ich liebe es, Fehler aufzudecken bei NHL, weil ich einfach sagen muss, die Fehlerquote war auch noch nie so hoch wie dieses Jahr. Ja! Ja, klar! Alter, willst du? Ja, natürlich. Keller schubst ihn um, der nächste geht einfach hin und hat die Scheibe, klar. Danke, Hello Knight. Zwei Minuten! Ja, wollte ich gerade sagen, also. Das kann in zwei Minuten sein, also auch nicht weiter. Eieieiei. Das ist das Einzige, was ich will, ist ein halbwegs logisches Spiel. Wir wissen ja, dass es sowieso schon Arcade-Style ist, Ultimate Team, weil die Mädels mit dabei sind. Somit ist es schon mal keine Simulation mehr. Aber zumindest von der Physik her könnte man sich halt schon so eine kleine Simulation wünschen. Ist auch gut. Zweiter Spieler versteckt sich hinterm Tor. Natürlich, du machst den Pokecheck richtig. Trudoni. Hier, er geht nur hin und hat die Scheibe. Kein Sticklift, nichts. Ich habe jetzt extra darauf geachtet. Er ist nur zu uns hingelaufen. Und zack, hat er die Scheibe im Vorbeilaufen. Ohne Sticklift, ohne irgendwas zu machen. Hammer. Richtig faires Spiel. Macht richtig Spaß so. Das ist für mich absolut unterirdisch. Das geht gar nicht. Geht gar nicht. Es kann nicht sein, dass ein Spieler zu dir hinläuft, ohne irgendwas zu machen, einfach die Scheibe hat, weil er in deinen Schläger reinläuft. Wenn du auf der anderen Seite einen Poke-Check machst und noch nicht mal an die Scheibe oder noch nicht, beziehungsweise nicht, was heißt nicht mal an die Scheibe kommst, der Schläger durch den Spieler durchgeht, habe ich meine Probleme mit. Habe ich leider meine Probleme mit bei sowas. Weil dann muss ich sagen, dann ist die Hitbox so einseitig das ganze Game über, dass kein faires Gameplay möglich ist. Hier, sie schießt nicht. Nimmt die Scheibe an, schießt nicht. Und jetzt gibt's Powerplay für unseren Gegner, für Behinder... Was? Weil ich schießen drück. Bevor der Gegner da war. Danke. Torhüterbehinderung. Fährt immer ein Torhüter rein, ohne an die, ohne die Scheibe zu berühren. Nix. Ja, soll ich noch zweimal, dreimal checken? Ja, ist einfach schade. Ich finde es einfach extrem schade, weil es ist einfach gut, wir brauchen nicht. Dass wir irgendwann öfters verlieren werden jetzt, ist eigentlich ganz logisch, weil wir haben nicht die Mannschaft, die wir die letzten Jahre hatten, wo wir diese überkrassen Teams immer hatten. Werden wir auch das nächste Jahr nicht haben, kann ich euch gleich sagen. Aber es ist halt auch einfach extrem unlogisch. Teilweise. Was passiert, wie es passiert, etc. Du wirst nicht schneller, weil du
einen Gegner checken willst. Harvey hat nicht mehr die Scheibe. Möchte ich nur mal sagen. Harvey hatte nicht mehr die Scheibe. Aber schauen wir es uns an. Ja, klare Banden. Digga, das ist ein klarer Bandencheck. Junge. Junge, das ist keine Intention auf den Puck. Null. Das ist nur hier, Kopf voraus in die Bande. Das ist, boah, Junge, das sind so klare 2 Minuten. Schau mal, wie es den Kopf verdreht. Weißt du, das ist das, wo ich dann da stehe und einfach denke so, und wir kriegen 2 Minuten für Behinderung. Well. Soll ich jetzt noch groß was sagen, lieber Schiedsrichter, oder soll ich es einfach lassen? Alter Verwalter. Same here. Hughes hat die Scheibe. Achtung. Hughes hat die Scheibe. Jetzt kommt der Gretzky-Check. Das ist Behinderung. Das ist Behinderung. Hughes. Hier ist die Scheibe weg. Da ist der Check noch nicht da. Hughes ist im Besitz der Scheibe. Jetzt kommt der Check. Dafür haben wir vor nicht mal 3 Minuten eine Behinderungsstrafe gekriegt. Genau für die Aktion. Und hier ist es komischerweise nichts. Aber ist kein Problem. Wir schauen uns die andere Szene auch noch an, weil ich der Meinung bin, dass das absolut Pflicht ist, dass wir uns das anschauen. Einfach nur, damit ihr seht, ja, das ist eigentlich traurig, wie kaputt das Game eigentlich ist oder wie falsch das Game ist. Sicherlich freue ich mich über die Siege, aber es macht mich einfach, das sind immer so, das sind die Niederlagen, wo du dann einfach siehst, wie schlecht das Spiel wirklich ist. Hier, Carlson sprintet los, MacKinnon fährt in ihn rein. Kein Poke-Check. Ach, stopp, nee, warte mal, wir holen uns die Scheibe. Da kommt der Poke-Check, ihr seht's hier. Zack, holt sich die Scheibe zurück, wir laufen los. Ah, okay, war wirklich ein Poke-Check, dann sage ich nix. Machen wir weiter. Die 2 Minuten Strafe für Knight. So, jetzt drücke ich schießen, sie schießt nicht. So, und jetzt verlieren wir die Scheibe wieder magisch, ohne Kontakt. Achtung. So. Der Spieler fährt voll in uns rein. Und hier kommt jetzt der Check an Heiskanen. Zweiter Spieler, der nicht an der Scheibe ist. 2 Minuten. Das ist exakt dieselbe Szene wie zwischen Barzal und Gretzky. Bei uns waren es 2 Minuten, beim Gegner komischerweise nicht. Was mich nur interessiert, ist der Puckgewinn vorhin von Lemieux. Da habe ich nämlich auch gesagt, das ist, boah, weiß ich nicht, fährt einfach hin, läuft in den Spieler rein, zack, hat die Scheibe fertig. Okay. Kein Sticklift, nichts. Okay. Ein Check sage ich nichts. Aber dass du den Gegner rumschiebst, ist dem Team auch nicht erlaubt. Ich warte immer noch auf die Lemieux-Szene. Da haben wir sie. Doughty dreht ab. Lemieux läuft da einfach nur entlang. Ja. Kein Sticklift, nichts. Er läuft nur in unseren Spieler rein. Kein Check und kriegt die Scheibe einfach. Und das war nicht nur einmal in diesem Spiel. Dass man einfach in den Gegner reinläuft, unser Schläger biegt sich weg und auf der anderen Seite passiert dasselbe und keine Reaktion vom Spieler oder vom Game. Das kann es einfach nicht sein. Das kann es einfach nicht sein. Wie gesagt, wir haben es beim Tor gesehen von Makar. Unser Schläger einfach mal durch den Körper durchgebackt einfach und da ist unser Schläger so fest, dass er den einfach wegdrückt, wenn er hinfährt. Während unser Schläger durch den Mann durchgeht und wir die Scheibe treffen, aber die Scheibe direkt wieder zum Gegner zurückgeht. Ja, es sind leider 2 Paar Stiefel. Bedanke mich fürs Zuschauen. Sagt Ciao und V, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüssikowski.